Und damit sage ich an dieser Stelle Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von Surprise Sunday. Herzlich willkommen zu The Text Assist, The Story of Ray Bibia. Ein Spiel, von dem ich tatsächlich kaum etwas weiß. Das war vor ein paar Wochen, gab es das gratis im Epic Store geschenkt. Und da habe ich einfach zugeschlagen und die Bilder, die mir da im Store angezeigt worden sind, die sahen tatsächlich relativ interessant aus. Deswegen habe ich gedacht, joa, kann man sich definitiv mal anschauen. Und deswegen sind wir jetzt hier. Und ich möchte diesen Moment hier, diesen Augenblick, bevor wir jetzt hier wirklich ins Spiel starten, möchte ich an dieser Stelle tatsächlich nochmal ganz kurz nutzen, um mich dafür zu entschuldigen, dass jetzt, ich glaube, insgesamt knapp 2 Wochen die Videos auf dem Kanal ausgefallen sind. Das hatte tatsächlich mehrere Gründe, die sich in der Tat auch so ein bisschen die Klinke in die Hand gegeben haben. Ja? Also es gab persönliche Gründe, es gab, ich sag mal, geschäftliche Gründe und arbeitstechnische Gründe gab es auch noch. Ja, ich weiß gar nicht, ich gehe jetzt da an dieser Stelle gar nicht so sehr ins Detail. Auf jeden Fall werde ich ab heute dann versuchen, hier tatsächlich auch wieder regelmäßig Videos auf dem Kanal zu veröffentlichen. Was denn die Story hier? Gucken wir doch mal. Nach einer langen Periode des Friedens begann die Korruption, sich wieder unter den Straßen von Rom auszubreiten. Große Macht wurde den hohen Figuren der Heiligen Kirche zugeteilt, die hinter den Vorhängen die Geschicke der Stadt lenkten. Jetzt, nachdem der letzte Papst gestorben ist, regiert die Kirche ohne Anführer über die Stadt. Aber ein Exorzist steht alleine, wandert alleine durch die Gassen und strange series of possession geht. Okay, er sagt, er ist der Letzte der Rechtschaffenen und er untersucht eine seltsame Reihe an Besessenheitsfällen hier. Und das ist dann wohl jetzt unser Auftrag. Mandrione. Ich habe keine Ahnung, wie das Spiel funktioniert. Ich bin schon sehr gespannt. Bam, 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 bam. Okay, mit den Pfeiltasten steuern. Natürlich, weil ich ja mit den anderen Tasten hier Sachen eintippen muss dann, ne? Ich hab so viel Ärger. Du wirst es mir niemals glauben, weiser Mann der Kirche. Ich wollte Medizin für meine unglaublich kranke Schwester kaufen, als ich... Lass einfach weiter, aber der Typ steht da schon wieder. Du hast auf jeden Fall schlechte Manieren. Ich schon sagen wollte, Gentle, scheiße, ich komme gar nicht aufs deutsche Wort, ich weiß, was bedeutet. Friedfertiger Mann Gottes oder sowas in die Richtung. Ich brauche eine kleine Spende, einen kleinen Zuschuss von ein paar Liras. Ihr Leute von der Kirche, ihr habt doch sehr viele ökonomische Ressourcen, nicht wahr? Ah, du bist also nicht der heilige Mann, der du sein sollst, aber ist ja auch egal. Ich habe schon etwas, das mir Medizin und Alkohol verschaffen wird. Ein Messer! Weißt du, ich habe nämlich ja keine Schwester. Plot Twist! Vergib mir, Vater, denn ich bin ein Lügner. Und jetzt gib mir dein Geld! Was? Hast du da deine Zunge gefressen? Sag etwas! Was hast du mir angetan? Was war das?
Es brennt! Du hast wirklich kein Glück. Du bist einem privaten Exorzisten über den Weg gelaufen, der einen richtig miesen Tag hatte. Rebibia ist mein Name. Exorzist? Dann gehörst du also wirklich zur Kirche. Was waren das für Lichter? Jeder Buchstabe, den ich schreibe, ist eine heilige Kugel. Okay. Oh, heilige Kugel? Hornet? Was für ein lächerlicher Name ist das denn? Sie verursachen auch spontane Selbstentzündung, wenn sie gegen spirituell gesunde Menschen eingesetzt werden. Ein sehr interessanter Nebeneffekt. Was? Schau mal, ich bin nicht besessen. Ich wollte nur dein Geld. Ah, du sagst, du bist kein böser Geist? Na, das unterliegt ja wohl meinem Urteil. Weil ich irre mich nie. Nie! Du bist ja verrückt, alter Mann! Ich werde dir mit meiner Kanone das Gesicht wegballern! Oh Gott, gleichzeitig ausweichen. Und schreiben. Das kann ich so einfach. Normale. Ich kann normalerweise relativ schnell schreiben, aber ich weiche ja die ganze Zeit aus. Aber das ist mal ein interessanter Ansatz, ja? So ein Bullet Hell Ding. Oh, das war geplatzt. Also ein Bullet Hell Ding, wo du schreiben musst. Das ist schon krass. Ja, so, ne? Das ist ein normaler Wasserbrunnen hier in Rom. Manche sagen, das Wasser ist so gut, dass sogar der Papst es trinkt. So gut, dass der Papst schon tot ist. Ich habe ja seine Lektion gelernt. Ja. Okay, nach unten kann ich nicht. Dann gucken wir mal weiter. Guck mal, ein Dreiername, thy name. Ach, cool. Ich habe Flipflops freigeschaltet, was auch immer das bedeutet. Jo, okay. Ich bin, offenbar bin ich auf Platz 8902. Ist ja toll. Leben ist kurz und die beschissenen Tage enden nie. Ich sollte daran gehen. Hallo, Rebibia. Private Exor. Hallo! Meine Mind ist sick. Meine Putzfrau ist krank. Was? Krank? Auf eine coole Art? Like, scheiße, das ist krank? Das muss ein Scherz sein. Sie hat Fieber. Sie kotzt überall hin. Sir, ich bin ein Exorzist. Maybe, vielleicht sollten Sie das Gemelli-Hospital anrufen. Sie spuckt flammende Schädel aus, während sie über ihrem Bett schwebt. Na, Mist. Das ist was anderes. Ich wohne in der Appia Street. Bitte beeilen Sie sich. Sie kotzt auf meine College-Bilder. Ja, das machen sie öfter. Bin unterwegs. Ich muss mein Büro verlassen und für die Adresse auf, und die Adresse auf meinem Navigator suchen. Appia Street, nicht wahr? Was haben wir hier? Das Journal. Okay, ist eine Zusammenfassung von dem Scheiß, den wir bis jetzt so gemacht haben.
Komm, wir mal baden. Na schade, er will nicht baden gehen. Okay, ist das so ein ich sage im Moment nicht so viel zu dem, was da so passiert, ne? Ich gerade selber noch gucke, was hier eigentlich so passiert. Oh, ich kann meinen Score erhöhen, indem ich die trage, weil ich dadurch nämlich langsamer werde, aber nee. Diese Slipper, die wir da freigeschaltet haben. Gut, machen wir mal den Auftrag. So, kann ich jetzt eingeben? Ja. Appia Street, da wollen wir hin. So. Ja, das ist bestimmt, Leute, das hier der Ort sein. Scheint ja alles ruhig zu sein. Da wollte ich ein bisschen zu schnell laufen, glaube ich. Wer ist da? Hier ist der Exorzist. Ich habe ein Telefonat über eine junge Frau erhalten, die wie flammender Schädel kotzt. Ach Gott sei Dank. Kommen Sie rein, schnell! Sie kotzt alles voll. Es geht schon seit Stunden so. Sie hat schon fast meine Schlipssammlung erreicht. Schlipssammlung. Das kann ich nicht zulassen. Ja, also die hat was vollgekotzt und die schreien die ganze Zeit. Und das mag er gerade nicht. So, kämpfen. Oh, das war was Größeres, oder? Achso, nee. Doch nicht. Ein Exorzist. Da kannst du Gift nehmen. Und eine der Heiligeren. Dass ich nicht lache. Heilig? Du bist kein Heiliger, Ray. Und du weißt es genau. Woher weißt du meinen Namen? Halt die Klappe. Ich schneide deinen Kopf ab und dann will ich deinen Körper mit Kotze füllen. Das ist widerlich. Okay, das hat ja... ein bisschen ausweichen. So. Die Kotze auf meinem Buch. Na, ist ja widerlich. Mein Buch. Advanced Powers. Was macht sie da jetzt? Kotzen. Ganz viel Kotzen. Spirits of. Man kommt aber zu nichts. Evil! Nein, nicht mein Buch. In the High Places. Meine Güte, ey. Was ist das denn?
Planted. Wahrscheinlich Minen, ne? Ich würde dann gerne über was. To me, I. I. Banish you. Ach, bin ich zu weit weg, scheiße. Banish you. Alter, man muss sich da konzentrieren. Monster. From. Oh, wenn man dann zu weit weg ist, ne? From this. Vessel. Amen. Amen! Oh, kann man eigentlich auch verlieren? Oder geht es einfach nur darum, das möglichst effizient in Punkten zu machen? Ich habe keine Ahnung. Es war auf jeden Fall belastend. Oh, was trinken. Meine Fresse, da muss man sich konzentrieren. Sie ist gefeuert! Sie hat alles voll gekotzt! Das ist schon ein Arschloch da, ne? Wir haben sie denn rekrutiert? Wir haben sie gekauft! Aber wir haben sämtliche Dokumente her. Ja, dann werde ich wohl nicht bezahlt, wa? Guess it is. Eigentlich müssten sie mir was bezahlen für den ganzen Schaden, den sie angerichtet haben. Ja, dann nehme ich das Mädchen mit. Dann können sie endlich ihre verschissene Klappe halten. Die Animationen sind ganz nett, ne? Das war unhöflich. Oh, guck mal, ich habe nur Platz 6000. Wenn ich mir das angucke, ja, ich habe 142.000 Punkte. Der erste Platz hat 4.403.000. Das ist schon krass. Das ist schon krass. Aber Tip-Tap-Shoes freigeschaltet, das ist ja auch schon mal was. Also da muss man sich echt konzentrieren bei diesem Spiel. Das ist schon krass. Also die Magd war eine Sklavin und er sagt jetzt gerade, dass ihn das nicht überrascht hat, dass der Dämon seinen Namen wusste, weil er ja relativ bekannt ist, aber das mit diesem Sklavenhandel, das beschäftigt ihn schon, dass die Kirche das immer noch toleriert hier. This will teach you all the rights that space to move slower. Warum sollte ich mich langsamer bewegen wollen? Das wäre ja total. Oder wird die Zeit langsamer? Ich habe keine Ahnung. Was ist das denn hier? Ah. Eine Streichholzschachtel. Von einem Ort namens Titus Twister. Das muss hier aus der Tasche gefallen sein, okay. Vielleicht nehmen wir da ja ein paar Antworten. Aber es ist keine Adresse da. Ja, lieber die Computer, ja klar. Das ist aber ein Computer an. Wir müssen jetzt mal goggeln, wo die Adresse ist. Meet the Olivetti from the Holy Church. Trans the MS Dios. Oh Gott! Die Wortspieler sind schon ein bisschen. Oh. Er mag das Ding nicht. Okay, wir müssen Google starten. Das sind einfach nur DOS-Befehle, ne? Titus Twister, gucken wir auch mal, ob wir was finden. Still doing the openly abusive jokes.
Has religion gone too far? WWW unlike science. Oh, schön. Okay. I spiritually identify as a Titus. People say to me that the person being a Titus is impossible. I'm dumb and I don't care. I'm beautiful. If you can't accept me, you're a Titus phobe and need to check your religious privilege. Thank you for being so understanding. Aha. Den Sinn habe ich jetzt nicht so ganz verstanden. So. Da ist eine Adresse. Ostiense. Ostiense, na dann. Im Journal einen neuen Eintrag, das mit dem Mädchen und. Ja, noch was. Ostiense. Okay, habe ich das eben irgendwie falsch geschrieben? Ich dachte, ich hätte es richtig geschrieben. Aber ich habe es wohl nicht richtig geschrieben. So, der Titus Twister. Ich muss doch bestimmt gegen die Türsteher da kämpfen, oder? So, mit den Leuten hier draußen reden, bringt uns anscheinend nicht so wirklich weiter. Ein paar blöde Scherze, die auch nicht so wirklich unterhalten sind. Bester. Tut mir leid, Sir. Haben wir vielleicht ein bisschen Zeit, dass wir uns über den Herrn öffnen, diese verdammte Tür unterhalten können? Ja. Komm mal rein. Und treten anscheinend auch gleich wieder ein paar Ärsche. Ich glaube, bei dem Spiel werde ich es aber bei einer halben Stunde belassen. Das ist relativ anstrengend. Wer von euch verkauft die jungen Mädchen? Na, der da links mit der Zigarette natürlich, der hier. Ich hätte nicht gedacht, dass der das ist. Gut, dann ist es der hier. Okay, so viele Möglichkeiten gibt es ja dann nicht mehr. Bist du das dann? Dann kann ich nicht mehr reden. Wer von euch ist der, der die Mädchen verkauft? Bist du's? Nein, bitte. Ich verkaufe doch nur Drogen an Kinder. Ich weiß nichts über irgendeinen Sklavenhandel. Ich bin clean. Das ist geil. Das hat mir schon gedacht. Vielleicht bin ich der, den du suchst. Du musst der Anführer dieser gottlosen Ratten sein. Ja, der bin ich, mein Name ist Matthew. Was bringt dich hierher, Vater? Erst schießt du und jetzt nennst du mich, freundlich, nett, das trifft's alles nicht so ganz. Gütig. Gütig ist vielleicht ein ganz gutes Wort. Ich hab halt irgendwie so ein bisschen Wortfindungsstörung, was Übersetzung angeht. Das ist nicht gut. Schießen ist nur eine schlechte Angewohnheit, die habe ich, seit ich ein Kind bin. So schön. Seit er 5 ist, hat er auf alles geschossen.
Okay, Prügelei, natürlich. War doch klar, dass es darauf hinausläuft. Na gut. Ach, da unten sind meine Lebenspunkte, okay. Aha. So. Oh Gott. Ich schreibe gerade einhändig, ohne hinzugucken. Das reicht nicht! Ich muss Sprengstoff benutzen, um diese Party wieder zu überleben. Versuch doch nur, sie zu entschärfen, wenn du kannst. David has conquered Wumms Treffer. We cast you out where every unclean. Spirit, every satanic. Power and onslaught. Oh, meine Fresse. Dann anfange zu gucken, wo ich überhaupt hin muss. Scheiße. Alter, ist das ein belastender Kampf hier. Cursed Dragon. So, adjure you may the Lord be with you and with thy spirit. Amen! Oh. Alter! Da habe ich auch nicht wirklich großartig Zeit zu kommentieren oder irgendwas. Das Konzept ist irgendwie cool und interessant, aber es hilft einem tatsächlich auch so ein bisschen Sicherheit beim Schreiben zu finden. Aber Alter, ist das... Ich weiß, wo die anderen Mädchen sind. Ich höre dir zu, aber ich habe eine sehr kurze Aufmerksamkeitsspanne, also beeil dich.
haben sie an diese nördlichen Dämonen verkauft. Eine Gruppe von sadistischen Teufeln. Sagte der Mann, der diesen Ort vor 3 Minuten noch in die Luft jagen wollte. Aber diese Leute sind wirklich gefährlich. Manche sagen, sie verehren Satan. Und noch viel schlimmer, dass sie Veganer sind. Sie können doch keine wirklichen Dämonen sein, außer sie sind besessen. Ich sollte mir Informationen sammeln. Tja, ich gehe mal, ihr Loser. Habe ich wirklich Scheiße gebaut. Das war wirklich nicht gut. Alter, das war sehr stressig. Hallo? Wer sind Sie und wie sind Sie in mein Büro gekommen? Hallo, alter Mann. Ich bin's, Magda, das Mädchen, das du gerettet hast. Wer? Ich nicht mehr, ich habe überall hingekotzt. Sie haben mich vor weniger als 24 Stunden gerettet. Du siehst anders aus. Ich habe mir das Haar gefärbt. Ich war seltsam, als ich durch die Luft geflogen bin und meinen Kopf verdreht habe und überall hingekotzt habe, aber jetzt nicht. Und warum putzt du? Hey, fass das nicht an, ich brauche kein Hausmädchen. Doch. Aufgewacht bin und diesen Ort gesehen habe, da musste ich einfach anfangen zu putzen. Ich will doch nur helfen. Also dachte ich, ich könnte helfen. Ich bin gut im Putzen. Vielleicht, denke ich. Außerdem kenne ich eine Menge von Leuten und ich bin eine großartige Sekretärin und ich habe sonst nichts. Bitte, bitte, bitte schmeiß mich nicht raus. Bitte, 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 bitte. Das ist Unsinn. Das heißt, ich kann bleiben? Wie dem auch sei, ich habe deinen Freunden in diesem dreckigen Club einen Besuch abgestattet und es sah nicht so aus, als ob sie irgendwas wüssten. Oh, Matthew und seine Bande? Ja, ziemlich harte Typen, ja, aber die haben mich eigentlich ganz anständig behandelt. Und die waren auch nicht besessen oder sowas. Aber du warst es. Irgendeine Idee, wie das passiert ist? Andere Mädchen könnten sich in der gleichen Situation befinden, in der du gestern noch warst. Und es ist irgendwie mein Job, das zu verhindern, weißt du? Ja, eigentlich keine Ahnung. Warte. Vielleicht habe ich immer noch dieses Bild dabei. Hier, ja, genau. Hier, ich und meine Freundin Lilly mit ein paar Typen. Lass mich dieses Foto sehen. Nicht nur Magda in diesem Foto, da ist noch ein anderes Mädchen. Ja, Lilly! Du siehst aus, als hättest du einen Geist gesehen. Nee, alles gut, alles gut, alles gut. Das kann kein Zufall sein. Und dieser Name. Pass mal auf, das bin ich mit einer Freundin. Ein paar von uns sind mit so ein paar Metal-Fans mitgegangen und haben als On-Stage-Entertainer während ihrer Konzerte gearbeitet. Sie wurden die Satan Beasts genannt oder irgendwie sowas. Blöd, dass ich schon von diesem Mann in der Appia Street angeworben worden bin. Deswegen bin ich von ihr getrennt worden. Mit angeworben meinst du sicherlich gezwungen, für ihn zu arbeiten, nicht wahr? Wie auch immer, soweit ich mich erinnere, wirkten diese Typen ziemlich creepy. Du solltest dich beeilen und meine Freundin finden. Du willst doch nicht, dass sie auch anfängt, überall hinzukotzen, oder? Naja, ich hätte mal, du hast recht. Kann ich dieses Foto behalten? Das könnte nützlich sein. Von mir aus, Satan Beasts. Ich sollte irgendwas über sie in meinen Archiven finden. Ja, aber jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr. Also ich warte schon seit 5 Minuten auf eine Chance, hier eine Pause zu machen. Es war ein netter erster Einblick. Ich bin mir relativ sicher, dass es dabei auch bleiben wird, weil ich glaube nicht, dass dieses Spiel großartig als Let's Play geeignet ist. Dazu ist mir das viel zu stressig. Aber vielleicht werde ich bei Gelegenheit da privat nochmal reingucken. Also vom Ansatz her finde ich es ja ganz cool. Ja, wenn das was für euch ist, schreibt es euch unten in die Kommentare. Würde mich sehr interessieren, eure Meinung dazu zu hören. Ansonsten bedanke ich mich euch fürs Zuschauen und hoffe,
Ihr seid dann auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Ich würde mich da auf jeden Fall sehr drüber freuen. Bis dann.